Das da ist das Govex L-Moto Loop und das hat ein grundsätzliches Problem. Wenn man 16 ist und auf dem Land lebt und Mofa fährt, dann muss man in der Lage sein, einen Kasten Bier zum Sportplatz damit zu transportieren. Und das ist nahezu unmöglich. Govex sagt, dass es sich hierbei um ein Vehikel für die urbane Mobilität handelt. Also so eine Art Pendlermobil. Es kann 45 km/h fahren und es fährt rein elektrisch. Ich bin der Meinung, sowas ist in der Stadt nicht so wirklich sinnvoll. Weil man kann auch dort Fahrrad fahren und man hat sehr gut ausgebaute Radwege. Auf jeden Fall besser ausgebaute als auf dem Land. Viele, die auf dem Land groß geworden sind, sind Roller gefahren oder Mofa, um überhaupt noch irgendwo hinzukommen, ohne dass man die ganze Zeit von den Eltern gefahren werden muss. Und dafür, finde ich, ist das eigentlich ziemlich interessant. Man kann es also mit dem Rollerführerschein fahren oder mit dem Autoführerschein, wenn man einen hat. Die Fahrzeugklasse nennt sich L1E. Warum sollte man einen Motorradhelm tragen? Ich habe es mal kurzzeitig mit einem Fahrradhelm ausprobiert und hatte so viele Mücken im Mund, dass ich mich sofort anders entschieden habe. 45 km/h sind dann doch recht zügig. Das, was ihr dort an der Hinterachse seht, das ist ein gangloser, bürstenloser Radnabenmotor. Der ist ungeheuer leise, also man hört ihn gar nicht. Und das ist ein ganz großer Vorteil gegenüber dem Kettenantrieb-Mittelmotor, den es beispielsweise in der Suron X gibt. Wobei die Suron, naja, in allererster Linie für den Offroad-Betrieb entwickelt wurde. Wahrscheinlich werdet ihr das jetzt nicht so gut durch die Perspektive mit der Kamera erkennen können, aber es geht hier sehr steil bergauf. Dieser Berg ist besonders fies, weil er relativ harmlos anfängt und nach oben hin immer steiler wird. Das bedeutet, dass die Geschwindigkeit sinkt. Also hier offenbart sich wirklich, dass es ein bisschen an Leistung fehlt. Ich gebe gerade Vollgas, der Hahn ist komplett aufgedreht und ich bin bei 36. Und es wird jetzt sukzessive ein bisschen langsamer. Die Maximalleistung beträgt 2 kW. Da gibt es auch leistungsmäßig gewisse Einschränkungen. Es reicht nicht nur aus, die Kiste zu drosseln, denn sie könnte merklich schneller auf ebener Strecke. Die Leistung darf auch einen gewissen Wert nicht überschreiten. Sonst bekommt man nicht die Zulassung für L1E. Der Rahmen besteht aus Stahl und das Gewicht inklusive Batterie beträgt 59 Kilo. Das zulässige Gesamtgewicht sind 140 Kilo. Damit ihr mal ein ungefähres Gefühl für die Größe bekommt, das ist sie neben einem normalen Motorrad und das ist ein Fahrrad daneben. Man kann hier also recht gut sehen, es ist irgendwo dazwischen, wobei die Sitzposition eher etwas höher ist. Ich hoffe, das Bild ist jetzt überhaupt noch zu gebrauchen, weil jetzt wird's ruckelig. Und zwar so, dass ich mich am besten mal hinstelle. Die Federung ist so gut, das Ding federt echt alles weg. Ich habe auch relativ viel Bewegungsfreiraum hier auf der Sitzfläche für alle, die jetzt Enduro fahren oder sowas. Ich kann also auch beim Anbremsen, kann ich mich nach vorne lehnen, kann schön Gewicht auf den Vorderreifen bringen, Fuß nach vorne legen. Was beim Geländefahren ein bisschen stört, die Fußrasten sind relativ schmal. Deswegen brauche ich ziemlich feste Schuhe, sonst krümmt sich mein Fuß tendenziell ein bisschen über die Rasten. Das überwiegend gut designt ist, sieht man auch daran, dass man hier unten ein Schloss hat. Das ist nicht so richtig ein Fahrradschloss, aber es ist ähnlich. Man kann das aufschließen, der Schlüssel dafür hängt am Schlüsselbund für das Mofa und dann klappt man das nach vorne zum Lenker. Es ist übrigens auch möglich, Federgabeln und Dämpfer zu tauschen, falls man tunen möchte. Und seien wir ehrlich, Mofa-Tuning ist relativ wichtig, zumindest auf dem Land. Ich habe übrigens auch gefragt, ob das L-Moto-Loop entdrosselt werden kann. Und die Antwort war nein, weil das dann sonst mit der Homologation nicht funktioniert. Übersetzt bedeutet das ja, aber wir sagen dir nicht wie. Theoretisch können auf diesem Ding auch 2 Leute sitzen, aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich hier noch einen Passagier mit dabei haben möchte. Das wird auch ziemlich eng. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Leistung, da muss man sich nichts vormachen. Die Batterie ist eine Lithium-Ionen-Batterie, 48 Volt, 37 Ampere. Die Reichweite soll laut Hersteller bei rund 70 Kilometern liegen. Wie diese Zahl zustande gekommen ist, weiß ich nicht, denn sie ist vollkommen absurd und hat nichts mit der Realität zu tun. Ich bin für etwa eine Stunde gefahren, wie schon gesagt, größtenteils abseits der normalen Straße, also entsprechend langsam. Und meine Maximalreichweite war 24,8 Kilometer. Ich habe mit maximal geladener Batterie angefangen und sie auf den letzten Strich heruntergefahren.
mehr würde ich mich auch nicht trauen. Und ich denke, es ist auch unrealistisch, dass die meisten Leute sie wirklich komplett leer fahren, weil wenn man liegen bleibt, muss man schieben. Die Ladezeit ist vom Hersteller sehr realistisch angegeben. Bis 80% sagen sie 2 Stunden, bis 100% 4,5. Meine persönliche Erfahrung war, es hat gar nicht 4,5 Stunden gedauert. Ein bisschen mehr als 2, ungefähr 3 Stunden. Also Batterie lädt schnell, ist aber auch schnell leer. Weil dieser Batteriekasten so offen ist, gibt es ein bisschen Spiel für die Batterie. Das bedeutet, sie muss festgezurrt werden. Und die Lösung hier ist alles andere als gut. Es ist nämlich eine Klettbandlösung. Und da muss man echt rumpfrig. Meine Hände sind vielleicht auch einfach zu groß, um da wirklich reinzukommen. Also wenn das mein Mofa wäre, ich hätte das Klettband weggeworfen und ausgetauscht gegen eine normale Zurrverbindung. Einfach 2 Bänder, wie bei einem Helm hier unten, die man durch den D-Ring fädelt und fest wäre viel besser. Was auch enorm nervt, ist das Verbinden der Batterie. Ich kann euch das hier mal am Beispiel des Ladegeräts zeigen, denn ob man das Ladegerät verwendet oder den Anschluss, der die Batterie mit dem Mofa verbindet, ist eigentlich egal. Das hier muss auf den Batterieanschluss drauf. Und das ist ein Gefrickel. Es gibt hier unten nämlich 2 ganz kleine Auskerbungen. Und die müssen auch auf den gleichen Auskerbungen am Batterieanschluss stecken. Sonst kann man das hier nicht festmachen. Das Abziehen ist relativ einfach, aber nehmen wir an, wir machen das morgens, nachdem ich die Batterie zu Hause geladen habe. Bei schlechten Lichtverhältnissen ist es vielleicht noch dunkel, bevor ich zur Arbeit fahre. Und dann muss ich das da drauf bringen. Das Ladegerät ist übrigens ziemlich laut. Da ist ein Lüfter drin und ich würde behaupten, man kann nicht schlafen und das im gleichen Raum laden. Man kann auch nicht mal Fernsehen gucken und das im gleichen Raum laden. In puncto Handling, das kann man sich hier überhaupt nicht beklagen. Das könnte kaum leichter zu fahren sein. Hier kann man wirklich jeden Deppen draufsetzen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, federt auch ziemlich stark ein und aus. Übrigens, Bodenfreiheit ist absolut fantastisch. Das macht es umso erstaunlicher, dass es eigentlich nicht fürs Gelände vorgesehen ist. Ihr bekommt auch einen linken Außenspiegel, keinen rechten, nur einen linken. Den habe ich aber abgeschraubt, weil ich dann doch häufiger auf Feldwegen gefahren bin und ich wollte nicht, dass ein Ast kommt und diesen Spiegel abschlägt. Kann auch leicht einfach so drauf gedreht werden. Die Lichter sind LEDs und ihr habt Blinker vorn und hinten und auch ein Bremslicht zur Bedienung. Blinker ist am linken Hebel, genauso wie das Licht, kann auch dort verändert werden. Vorderbremse ist rechts. Da ist auch der Gashahn. Hinterradbremse ist links. Der Preis 3.333 Euro. Das klingt im ersten Augenblick etwas teuer, wenn man es mit einem gebrauchten Roller oder Mofa vergleicht, was das Vehikel der Wahl ist für Leute, die gerade so 16 sind. Aber man muss es im Kontext sehen, E-Bikes kosten mehr als das. Und da verstehe ich nicht so ganz, warum. Wie kann es sein, dass dieses Fahrzeug, was größer, schwerer und technisch komplexer ist als ein E-Bike, weniger kostet? Man muss aber dazu sagen, um wirklich Spaß mit dem Ding zu haben, braucht man halt auch Platz. Klar gibt es Feldwege, die man befahren darf, viele darf man aber nicht befahren. Und genau da liegt so ein bisschen das Problem. Die wenigsten wissen wirklich, was das ist und schauen etwas irritiert, weil es macht kein Geräusch und es fährt trotzdem relativ zügig. Wie kann das sein? Und es ist kein Fahrrad und die Leute erkennen auch, dass es kein Fahrrad ist. Und deswegen hat man die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass man etwas macht, was auch mal mit einem Anruf bei der Polizei enden könnte. Insofern ist es nicht so schön, wie ich dachte, dass man wirklich überall fahren kann. Da ist so ein S-Pedelec, was auch 45 fährt, aber noch mehr aussieht wie ein Fahrrad, letztendlich doch besser.